Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hallo, ganz kurz vorweg vor diesem Video. Ich habe in einem PES-Video von vor ungefähr 1,5 Wochen mal angekündigt, dass ich eine Uhr verlosen möchte. Bisher gab es aber nur 2 Kommentare. Also es gab nur 2 Kommentare, die an dieser Verlosung teilgenommen haben. Es ist eine PES-Uhr zu gewinnen, also auch wenn ihr jetzt kein PES-Fan seid, es würde mich freuen, wenn einfach noch ein paar von euch mitmachen würden. Schreibt einfach mal in die Kommentare von diesem Video, von nächsten Video, was auch immer. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was euch an meinen Videos gefällt, warum ihr sie so gerne schaut und vielleicht auch, wie oft ihr sie schaut. Schaut ihr sie jeden Tag, schaut ihr sie nicht jeden Tag, was auch immer. Was gefällt euch nicht an meinen Videos, was kann ich verbessern? Und warum wollt ihr diese Uhr haben? Mich freut's, wenn ihr mitmachen würdet, dann kann ich das auch unter mehreren Leuten verlosen und nicht unter 2 Leuten, das ist halt ein bisschen wenig. Ja, das würde mich dann mega freuen, ich los dann halt irgendeinen aus. Deswegen ganz, ganz wichtig, an diesem Sonntag einfach mal bei der PES Spielerkarriere reinschalten, denn da gebe ich dann den Gewinner bekannt. Einfach mal reinschalten. Ja, und ich würde sagen, dann jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von der FIFA 18 Torwartkarriere. Ja, und ich würde sagen, wir machen gar nicht lang rum. Wir haben bisher ein Spiel gespielt, haben ein Unentschieden gespielt und wir stehen in der Startformation gegen Werder Bremen 2. Die stehen momentan in der Tabelle auf Platz 19, also ziemlich, ziemlich weit unten. Und mit den Würzburger Kickers könnten wir sie doch schlagen. Wir starten ins Spiel rein und ja, drückt uns die Daumen und let's go. Jawohl! Würzburger Kickers gegen Werder Bremen 2. Es sind übrigens jetzt zu diesem Zeitpunkt, wer das noch nicht weiß, die Bundesliga-Overlays rausgekommen. Also Bundesliga-Overlays sind jetzt offiziell dabei. Natürlich ist das, glaube ich, nur für die erste Bundesliga. Für die zweite weiß ich gar nicht. Für die dritte ist aber auf jeden Fall kein Star. Aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt, Bundesliga-Overlays sind draußen. Ich habe gerade schon mal ein kleines Testspiel gemacht, weil eben in der gestrigen Folge gab es ja viele, viele Probleme mit der Grafik, weil es geruckelt hat, bla bla bla. Ich habe das jetzt in den Griff bekommen, ich weiß, woran es lag. Und ja, jetzt, das wollte ich eben kurz testen und habe gesehen, im Spiel Bayern gegen Freiburg, was ich jetzt gerade gespielt habe, dass die Bundesliga-Overlays gerade rausgekommen sind. Da gab es nämlich auch ein Update bei Origin gerade. Auf der PlayStation 4 gab es auch schon das Update, also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Den haben wir. Bisschen vorsichtig rangegangen, aber wir haben ihn. Und jetzt bitte, Würzburger Kickers. Legt los. Mhm. 0-1. Das war überhaupt nicht gut von uns. Das war ganz, ganz schlecht. Sorry dafür auf jeden Fall. Oh Mann, das war ganz, ganz schlecht. Ich meine, er war schon ziemlich nah am Tor, glaube ich. Er war schon 11-Meter-Punkt hier. Aber das war nicht so geil. Ich wusste natürlich nicht, wohin er jetzt schießt, ne? Links, rechts. Deswegen bin ich da ein bisschen rumgehampelt. Und das war wahrscheinlich der Fehler. Wenn ich ganz, ganz cool stehen geblieben wäre, hätte ich vielleicht einen besseren Hechtsprung hinlegen können. Aber unsere Mannschaft tut nicht so viel nach vorne. Also ich dachte, dass wir gegen Werder Bremen 2 mehr nach vorne kommt. Jetzt vielleicht mal, nein. Halbzeit. Also der Traum, ohne Gegentor zu spielen, ist jetzt in diesem Spiel schon mal wieder geplatzt. Da müssen wir einfach noch trainieren. Ich bin nicht der beste Torwart, ich weiß. Wer die Videos vom Abgezockt kennt, der ist deutlich der beste Torwart. Grüße gehen raus. Also, das weiß ich selbst natürlich. Aber gegen Werder Bremen 2 dachte ich, dass wir jetzt tatsächlich mehr reißen können. Das ist ja auch der Club, wo Abgezockt spielt, bei Werder Bremen 2. Also in seiner Karriere. Aber die Würzburger Kickers, die reißen hier noch nicht so viel. Das ist echt schade. Obwohl wir daheim spielen.
Ja, diesmal haben wir ihn. War wieder eine knappe Chance, aber er hat nicht so platziert geschossen wie vorhin. Nächstes Mal haben wir den Ball. Werder BM2 bleibt dran. Lassen nicht locker. Aber wir können den Ball mal klären. Komm, jetzt vielleicht ein Konter. Macht irgendwas. Bitte. Kann nicht sein. Komm, 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 komm. Ja! Tatsächlich! Tatsächlich der Konter! Jawohl! 1:1! Eiskalt! Super gespielt! Nice one, ich bin stolz auf meine Jungs. Super Konter gespielt. 1:1, jetzt noch eins nachlegen. Wir haben noch 30 Minuten zu spielen. Wir müssten hier den Sieg noch holen können. Eventuell klappt das. Bitte. Das gibt's doch nicht. Kaum sage ich das, kriegen wir schon das Tor. Oh Mann, was ist denn das? Ich konnte hier echt nichts machen. Weil ich habe gar nicht mal damit gerechnet, dass jetzt ein Ball aufs Tor kommt. Auf einmal hat er abgezogen hier irgendwie. Ich habe zwar noch was gedrückt, aber mein Torwart kriegt den nicht. Mann, das gibt's doch gar nicht. Das ärgert mich jetzt. Weil den hätte ich eigentlich haben können. Außerdem hat's mir jetzt gefreut, dass wir ein Tor gemacht haben. Dachte, das kann was werden. Fuck. Komm schon wieder. Naja, dieses Mal war es nichts. Ist das 2:2? Sauber! Ja, Mann! Königs! Was für ein Tor! Hammer! Königs, macht das 2:2. Und jetzt, ich verspreche es euch, werde ich wachsam sein. Keins mehr kassieren. Das ist das Ziel jetzt für das heutige Spiel. Keins mehr kassieren. Das gibt's doch gar nicht. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ey, wie kacke ist das denn jetzt? Ich hab mich wieder mega gefreut über das Tor und sag noch keins mehr kassieren. Und ich war jetzt sogar auf den Schuss vorbereitet. Ich hab so schnell gedrückt, ne? Was für ein Match. Zwei, vier. Oh Mann. Ich habe echt gedacht, dass wir gegen Werder Bremen 2, die sind auf dem 19. Platz oder so gewesen, dass wir gegen die jetzt fast keine Tore oder fast gar kein Tor kassieren. Und jetzt ist das 2:4. Auch hier habe ich wieder sau schnell gedrückt, aber das Stellungsspiel hat nicht gepasst. Ich komme nicht an den Ball ran. Ja, das war es jetzt wahrscheinlich. Kacke. Muss natürlich jetzt versuchen,
weiterhin zu trainieren, weil das kann nicht sein. Also mit den Würzburger Kickers haben wir natürlich keine einfache Aufgabe, weil das ist jetzt auch in echt nicht so die beste Mannschaft. Aber dass wir hier 2-4 verlieren, liegt natürlich klar auch an der Verteidigung, aber auch an mir, an dem Torwart. Oh Mann, da müssen wir echt noch trainieren. Erstens unseren Torwart hier trainieren, im Training, dass er ein bisschen besser wird. Und zweitens natürlich muss ich auch trainieren, dass ich das ein bisschen besser drauf habe. Einfach privat mal 1-2 Runden Torwartkarriere spielen. Also eine neue natürlich, nicht die, was ich hier hochlade. Das wäre wahrscheinlich so das Beste. Ja! Immerhin noch das 3-4. Geile Geschichte. Also ich muss sagen, unser Sturm ist nicht schlecht. Unser Sturm ist hier nicht mal schlecht. Aber, wie gesagt, die Verteidigung, okay, naja, die ist auch nicht so geil. Und vor allem der Torwart, also ich lasse da auch viele Bälle, zu viele Bälle, einfach an mir vorbeigehen. Schade, schade, schade. Hammer-Match, krasses Spiel. Einen gefangen, einen pariert, das ist natürlich... blöd. 4 zugelassene Tore. Wir haben 3 Tore haben wir geschossen, die Würzburg Kickers. Und Werder Bremen 4. Ja, man sieht es ja jetzt hier, 9 Schüsse und 5 aufs Tor. Die haben mehr Ballbesitz. Also wie gesagt, es liegt nicht nur an mir, weil wenn desto mehr Schüsse natürlich aufs Tor kommen oder auf mich zukommen, desto mehr lasse ich rein. Aber ich will davon gar nicht ablenken. Ich weiß, dass ich kein super Torwart bin. Wir sind auf Platz 13, das ist realistisch. In echt, wie gesagt, sind die Würzburg Kickers ja auch nicht absolut krass. Ja, ich, wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall trainieren hier. Und ich muss halt privat noch ein bisschen trainieren, weil das ist natürlich, ich bin nicht so der Profi, das weiß ich selbst. So, dann beginnen wir immer das Training. Und ich würde sagen, dass ich das euch nochmal zeige. Ihr könnt gerne mal abstimmen, wenn ich daran denke, rechts oben beim i. Wenn nicht, dann schreibt es bitte einfach in die Kommentare. Wollt ihr das Training sehen oder nicht? Soll ich euch das Training zeigen oder nicht? Oder soll ich das einfach so gut wie ich es kann selber machen? Alter, der ist immer noch am Ball. So. Na, er ist daneben. Den habe ich sogar fest. Den haben wir nur abprallen lassen. Oh nein, der hat ihn mir reingedonnert. Den habe ich auch fest. Also ein A, nächste Einheit. Jetzt, wie gesagt, zeige ich euch das Ding einfach nochmal. Aber wie gesagt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Oder beim I eben abstimmen, wenn ich daran gedacht habe. Nice one. Ah, der geht jetzt rein. Wieder ein A. Oh, und jetzt kommen noch Elfmeter und Freistoßgrundlagen. Die zeige ich euch jetzt nicht, weil das ist nicht so interessant für die Torwartkarriere. So, dreimal A, einmal B. Perfekt.
Dann Training beenden. Und dann spulen wir mal vor. Spiel gegen Münster. Ich stehe wieder in der Startformation. Wieder daheim. Münster ist Platz 6. Boah, also die sind schon mal noch mal besser. Oh Mann, oh Mann. Wir gucken mal, wie das Spiel jetzt ausgeht. Rein geht's. Wir starten ein. Let's go. Ich hoffe, das ist ein bisschen besser wie das vorherige Spiel. Das gibt's nicht. Echt, das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, Mann. Das ist wieder genau dasselbe. Wir kriegen vorne den Ball nicht rein. Circa 40. Minute kommt dann der Gegner. Münster kommt hier genau wie bei der Bremen 2 in der ungefähr 40. Minute. Der ist sowas von platziert im langen Eck. Weil es auch noch abgefälscht von unserem Verteidiger. Ich drück und springe, aber kann nichts machen. Wieder liegen wir 0-1 hinten. Ich hoffe, dass der Trainer uns jetzt Dampf macht. Und unsere Mannschaft vorne schaut, dass irgendwas reißt. Und wir hinten wirklich nichts mehr zulassen. Klar, es ist nicht einfach zu parieren und so und bla bla bla, aber ich hoffe, dass es irgendwie klappt, dass die Abwehr uns unterstützt, dass wir das gut machen, dass vorne eben die Tore kommen und wir das Spiel dann wenigstens unentschieden, wenn nicht sogar mit einem Sieg nach Hause fahren können. Ach Mann. Vielleicht wäre es echt besser gewesen, dass ich rausgerannt wäre. Aber ich habe den hier unten noch gesehen. Der da nach unten stand. Dann dachte ich, dann passt der rüber oder was auch immer. Tja, dann kommt er näher, zieht ab und der Ball geht rein. Ich habe es einfach nicht drauf. Also vorbei, die nächste Niederlage. Ach Gott, echt. Hier, zwei Tore, eine Parade. Mehr Highlights gibt's gar nicht. Das ist ja das nächste. Wir kriegen den Ball nicht ins Tor rein. Und ich bin nicht der Torwart, den sich vielleicht die Mannschaft wünscht. Ich krieg die ganze Zeit einen ins Tor. So, das nächste Spiel wäre gegen Magdeburg. Da sind wir wieder in der Startformation. Also das zeigt mir ja immerhin schon mal, dass es keinen anderen Torwart gibt hier für Würzburg Kickers. Oder keine Ahnung, dass ich gar nicht mal so schlecht bin. Also ich weiß es nicht. Natürlich kann man jetzt über mich meckern, dass ich nicht der gute Torwart bin, was auch immer. Aber, ich kann nichts machen. Wie gesagt, ich bin halt einfach nicht der Beste, das ist mir schon bewusst. Aber ich gebe mein Bestes und ich versuche natürlich die Würzburg Kickers hier ein bisschen hoch zu pushen. Wir sind jetzt ziemlich weit unten, das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich werde jetzt nur eine Trainerkarriere noch aufnehmen, die dann morgen rauskommt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what. The where, the how, flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now goodbyes. Feel like a title.